weiß es schon nicht mehr. Und das war alles? Dafür gebe ich mir den ganzen Rotz hier. Da war das gar nicht storyabhängig, das war einfach nur ein Goodie. Ob das denn Aufwand wert war? Nee. Ich glaube nicht. Wo hätte man hingehen sollen? Ah, hier. Hat 1200 Meter entfernt. Alter, wo sind wir? Guck mal. Da müssen wir hin. Okay. Wir sind ganz woanders. Gut, dann gucken wir mal, ob wir da wieder zurückkommen. Wie bescheuert. So kann man auch die Playtime verlängern, aber hallo. Aber hallo. Das sind eigentlich so Dinge für den zweiten Durchgang, ne? Um noch die ganzen Erfolge abzukassieren und so. Klebriges Moor. More and more and more. Okay, kurz checken. Ah ja. So zeigt er das Moor an. Warte mal. Meditationspunkt. Da kann ich doch dann auch schnell reisen. Ist hier schon irgendwas? Da ist einer. Ja. Hallo, Controller? Jetzt. Dann machen wir doch einfach die Schnellreisefunktion. Dann haben wir die Zeit wieder reingeholt. Oh Gott, schaffe ich das? Klar. Oh, dann müssen wir hier hin, ne? Oh. So. Dann können wir auch mal nach dem Boni gucken. Weil wir haben ja noch einen Slot frei. Da. Da können wir nämlich die Blockanzeige noch reinballern. So. Schnellreise. So. Dahin. Dahin. Guck mal, wo geht man dahin? Alter, können wir uns direkt zum Landeplatz? Ja, mega. Was muss ich drücken? Ah ja, A gedrückt halten. Da haben wir die Zeit wieder eingeholt. So. Was ist eigentlich unsere Mission? Sollen wir irgendwo hinreisen oder was geht? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir doch mal an die Karte. Okay, wählen wir das nächste Ziel. Ja. Gehen wir mal zum zerstörten Mond. Oh, der war cool. Das war doch der, wo wir waren, ne? Ich meine, da waren wir schon. Weg zum zerstörten Mond. Sie werden uns erwarten. Willst du nicht die erste Disk abgeben? Oh, hast du eigentlich recht, ne? Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von überstanden. Ich frage mich, warum Deccan Ray das geschickt hat und nicht selbst gegangen ist. Egal. Tatsächlich habe ich noch einige Disks einstecken, weil das sind ja nur kosmetische Dinge, die brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Was lädst du so lange? Komm, lass mich. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Okay. Setz dich. Ja, die Dame mit den Discs, ne? Der Fembot. Ich meine, das sind nur verschiedene Farben fürs Lichtschwert und verschiedene Griffe und so. Mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsetzen. Eröffne eine neue Kantine da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken.
Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Jetzt schon. Was tut sie? Überraum hätten sie schöner machen können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Absolut. Die Vultures sind direkt vor uns. Vertrau ihr. Stargate-mäßig. Oh, ist wieder so laut, ne? Nee, es geht. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Gut, das ist ja ein Loading Gate, ne? Vielleicht haben sie es da technisch nicht hingekriegt, das so gut aussehen zu lassen. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Blut. Vampir Lady. Macht mich fassungslos, Kerl. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Ja, tauch nicht einfach aus dem Nichts auf. Du hast mich zu Tode erschreckt. Weißt du, dieser Ort macht mich nervös. Überall könnten Gefahren lauern. Überall. Ja, macht mir Mut. Achso, das ist nur die Werkbank. Na, okay, komm. Gehen wir mal raus. Hier. Ich frage mich immer, ob solche Schiffe wirklich aerodynamisch für Weltraum sind. Ja, gut, im Weltraum. Hörst du? Ah, hier. Im Weltraum brauchst du keine Aerodynamik. Da hast du ja keinen Luftwiderstand. Oh. Ein Roboter. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, vor allem auch mit dem Segel, ne? Also ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. So. Naja, wir hatten uns schon mal unterhalten. So. Da müssen wir hin. Okay. Könnten wir auch hinspringen, ne? Aber nö. Ist ein schöner Weg. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Segel viel zu massiv, um lustig zu sein. Ja, definitiv. Oh. Die Anlage ist aktiv. Wahrscheinlich nichts Gutes. Da macht jemand Piu, Piu, Piu. Gegners. Raiders regeln diesen Ort ab. So, hier, ne? Ach so, ne. Da sind wir schon mal im Kreis gelaufen. Wir können direkt hier lang. Nee, ist zu. Okay, gehen wir doch da lang. Endlich Action, genau. Aber das meine ich, das ist halt viel Laufen und Klettern. Da guckt keiner zu. Ne? Du bist jetzt der einzige Zuschauer aktuell. Hä? Ah. Hätte man auch wahrscheinlich doch die Tür dann nehmen können. Das ist immer noch da. Das war doch ein Echo. Nein, okay. Gut, gut. Das ist Ravis Schiff. Er will zum Turm. Der beste Weg ist durch die Anlage. Piep, piep. Oh, ich kann das bewegen. Das hat doch eben blau geschimmert, gell? Schaukel. Ach ja, das war, als wir da hingegangen sind, ne? Wir kamen ja von da hinten und sind dann da rumgeklettert. I remember. Okay, los geht's. Kämpfen. Möge die Macht mit uns sein. Mach auf! So. Ich sag dir nicht öffnen! Au!
öffne das Feuer. Seh dich nur an. Pass auf. Hehe. Aufpassen, Ron. So. Ich bin darauf programmiert, sie zu zerstören. So, mach doch. So wird es aber nichts, Digga. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Gibt nur eine Art, wie wir das rausfinden. Das kann nur eins bedeuten, aber ich weiß es nicht. Tudum. Gehört der Boss. Moment. Hast du das? Oh. Die hat's leicht zerrissen, sag ich mal. Krieg die Plattform wieder hoch? Nee. Da muss ich drüber jumpen. Bitte. Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer. Gefällt die Idee auch nicht. Boah, das war knapp. Alter, ich soll da rein? Mächtiges Badaboom, genau. Lilo. Ne, hieß sie Lilo? Lilu. So, jetzt aber flott. Und, oh nein, das sieht nicht gut aus. Oh. Okay. Oh, 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 oh. Oh. Echo? Wie wäre es mit einer Fertigungsanlage auf dem Mond? Dann müssten wir nicht von anderswo Material herbeischaffen. Genau. Das haben die Ägypter schon nicht geschafft, dann schaffst du das auch nicht. Oder ihr. Wow, 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 wow. Oh, fast drüber gesprungen. Halt, so. Schnell, schnell. So. Ich bewundere deine Beharrlichkeit, mir hierher zu folgen. Unser Treffen auf Kobo endete zu abrupt. Falls du überlebst, mache ich gerne da weiter, wo wir aufgehört haben. Krieg der Sterne. Da, Abkürzung freigeschaltet. Beautiful. Das wird doch nichts. Wo geht's denn dann hin? Ach du Scheiße. Easy. kann man die Abkürzung nicht jetzt schon freischalten? Böse Buben. Warum? Haha. Stimmt, schubsen geht doch. Mir ist es gerade wieder eingefallen. So, jetzt mal kurz gucken. Ah, guck mal. Da geht's auch irgendwo hin. Ja. Dem passiert nichts in dem Strahl. Das ist aber gemein. Oh oh.
Ah doch, dem passiert doch was. Alles muss man selbst machen. Hast du auch Star Wars Force Unleashed gespielt? Ja. Also, als ich vor 2 Jahren mit dem Stream angefangen habe, war das erste Fallen Order, ne? Der erste Teil von dem. Und dann habe ich die beiden Force Unleashed Teile gezockt. Und sind alle noch in der YouTube-Playlist. Da hatte ich noch nicht mal eine Kamera oder ein Mikrofon. Da hatte ich nichts. Einfach nur mal einen Stream gestartet, um zu gucken, was passiert. Da kannte ich Twitch noch gar nicht. Ich habe nur die App entdeckt auf der Xbox und habe gedacht, jo, da war ich gerade im Burnout und hatte überhaupt nichts zu tun und konnte auch nichts tun. Und dann habe ich einfach mal das Ding gestartet. Und irgendwann schreibt einer, hey, ich kann dann, also eine Flüsternachricht geschickt und hat gemeint, ich kann gar nicht in einem Chat schreiben. Und ich so, was für ein Chat? Ich habe keinen Chat. Doch, Twitch? Ich so, ich weiß nicht, was Twitch ist. Ich habe nur auf dem Handy, habe ich es eingerichtet, keine Ahnung. Und dann bin ich mal an den PC und habe das geöffnet und habe gedacht, Alter, was ist das denn? Für mich noch immer die besten Star Wars Spiele. Die waren mega geil. Mega geil. Und ja, bei Callisto Protocol war ja der Protagonist, ne, den man gespielt hat, den Ziehsohn von Darth Vader. Das war ja der Endgegner bei Callisto Protocol. Der Schauspieler. Voll geil. Ich weiß nicht, will ich da hoch oder will ich da hinten mal gucken? Das macht mich neugierig. Ja, da geht's auf jeden Fall weiter. Komm, lass mal kurz gucken. Ja, fand ich auch cool. Direkt am Anfang werden wir von dem verhaftet. Der ist so, da der Chief da drin. Und ich so, oh, wie cool. Soll ich es mal riskieren? Kann ja nichts passieren, ne? Okay, warte mal, bis der Strahl wieder weg ist. Von was hast du Burnout bekommen? Ich war zu karrieregeil, sag ich mal. Und hab mich völlig übernommen. Okay, so geht's nicht. Und ja, 2019 kam erstmal Depression. Bin dann auch gleich in Reha. Und bin dann zurück in meinen Job, zwar in eine andere Abteilung. Alter, wo bin ich denn jetzt? Eine andere Firma, aber selbe Job eigentlich. Und hab dann sehr schnell gemerkt, boah, das schaffe ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Ja, und dann kam Burnout. 1,5 Jahre zu Hause gesessen. Das war nicht schön. Das würde ich niemandem wünschen. Aber was ich jobtechnisch gemacht habe, ich bin im Speditionsgewerbe. Als die ganze Show so losging, war ich Abteilungsleiter der Kundenbetreuung. Hey Carl, was soll ich das jetzt sagen? Also ich war zuständig für 2 Büros. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen auskennst. Ich war in Worms, ne, Rheinhessen. Für das Büro war ich zuständig und für das Büro in Duisburg. Ne, 340 Kilometer entfernt ungefähr. Und da muss ich dann halt so, alle 2 Wochen muss ich dann halt nach Duisburg von Worms aus. Und einmal im Monat ungefähr. Okay. Nach Rotterdam in den Hauptsitz. Und dann sind noch viele, viele andere Dinge passiert, die es nicht gerade leichter gemacht haben. Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, und dann wurde alles zu viel. Alles auf einmal war einfach, das war gar nichts. Ja, also ich habe damals angefangen als Disponent, ne? LKW-Disponent. Und, ja, konnte Karriere machen.
Hat super funktioniert. Auf Kosten der Gesundheit natürlich. Und nach dem Burnout, also letztes Jahr zum 1.7., habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten. In einer anderen Firma, eine andere Spedition. Aber wieder als Disponent. Klar, sagt ja auch jeder, ist stressig und ein Wahnsinn und so. Bei uns ist es aber super geregelt. Ich habe mich eigentlich auf eine andere Position beworben, aber habe mich dann überreden lassen. Und es funktioniert. Ich bin zufrieden tatsächlich. Ja, jetzt sitze ich da seit einem Jahr und es klappt. Es klappt. Ja, und wie gesagt, im Burnout halt angefangen mit dem Stream. Und so Gefallen daran gefunden. Oh, da unten ist eine Disc. Runter, 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 runter. Ah, das hat nicht geklappt. Ja, so Gefallen daran gefunden. Auch in Kooperation mit meinem Therapeuten. Alles hier aufgebaut, ganz Kanal und so. Er hat immer gesagt, hey, langsam, übertreib's nicht so. Und dann hat das tatsächlich funktioniert. Oh. Und ja. Da habe ich am 10. April 2022 habe ich damit angefangen. Und am 10. Januar dieses Jahr habe ich dann sogar den Affiliate geschafft. Wie geil ist das denn? Okay, wir gehen hoch. Ja, das motiviert halt, ne? Macht happy und... Das ist halt schon cool. Scheint so, als hätte niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Bin immer noch im Aufpassen, ne? Dass ich nicht, also mich übernehme. Daher auch nur offiziell 3 Streams. Sonntag, Montag, Donnerstag. Aber in den letzten Wochen schaffe ich Sonntag nicht mehr, weil die Psyche wieder Probleme macht. Aus anderen Gründen. Aus finanziellen Gründen. Ne? Existenzängste und so. Und dann sitzt man dann da sonntags, hat zu viel Zeit zum Grübeln. Und dann schaffe ich es nicht mehr, den Stream anzuschmeißen. Worms, Duisburg, Rotterdam. Frank Bach oder welche Firma? Nee, nee. Den Hartog. Den Hartog. Oh Gott. Oh Gott. Boah, geschafft. Das war Den Hartog. Also ursprünglich Interbulk oder UTT, United. Und die wurden dann von Den Hartog aufgekauft. Und da fingen dann schon meine Chancen an, meine Karrierechancen. Ich war zu der Zeit Teamleader von dem Büro. Und dann haben sie jemanden gebraucht, einen Ambassador, ne? Also einen Firmenbotschafter für die Firmenzusammenführung und so. Und ich dann gleich, ich. Und dann fing das alles an. Habe ich direkt eine Position nach der anderen. Das ging rasend schnell. Das war schon geil. Gibt sie noch? Sind die nicht Boasso geworden? Nee, Kobler ist Boasso geworden. Kobler, Mutterstadt. Die wurden von Boasso aufgekauft. Den Hartog gibt's noch. Die haben jetzt nur in Worms die Niederlassung, haben die jetzt, oder machen sie jetzt zu zum 1.8. Das läuft jetzt alles über Duisburg. Von daher bin ich ganz froh, dass ich den Sprung da geschafft habe. Bevor. Oh Gott, Alter. Oh Gott, das reicht nicht. Oh, das gesehen. Dachte zumindest die Reinigung. In Rotterdam eine Reinigung wurde von Boasso übernommen. Das ist richtig. Aber was heißt übernommen? Den Hartog wollte die loswerden und Boasso hat gesucht. Also hat das eigentlich ganz gut gepasst. Oh shit. Kennt sich aus, bist auch in dem Gewerbe? Nein, wieder falsches Timing. Damn, okay.
Aha. Wo treibst du dich rum? Irgendwas, wo ich kenne. Irgendwas, wo ich verfluche. Ah, falscher Knopf. Jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Aha. Gott, Alter. What the hell? Alter, ihr habt einen Schuss. Ist euch das bewusst? Guckt ihr das an? Ha. Easy. Driving, okay. Mittlerweile aber Seiten gewechselt in Vertrieb. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ja gut. Vertrieb ist natürlich auch... Oder kann auch stressig sein. Zu gewissen Zeiten. Es gibt nur einen Weg, um weiterzukommen. Durch eine weitere Feuerkammer. Aber ja, musst du aufpassen. Ja, einer hat gereicht. Und Mutti hat bei LTR in Lu gearbeitet. Oh. Du bist nicht zufällig Patrick? Hab da so eine Ahnung. Oh. Wir sind noch nicht fertig. Fast runtergefallen. Chemie im Blut, genau. Ehrlich? Nee, oder? Dann sehen wir uns ja am 1.8. Da sind wir Kollegen. Geil. Ah, okay. So gut. So gut. Ja, sag deiner Mutter mal einen schönen Gruß. Die kenne ich schon sehr lange. Ist auch eine Freundin von meiner Mutter irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie kennen die sich. Die Christa. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich da rein? Damn, boy. Oh, nein, nein, nein. Durch die Wand geglitscht. Welt ist klein, auf jeden Fall. Krass, wie kommst du auf mich? Zufällig eine Merchandise-Tasse im Geschäft gesehen? Oder ein T-Shirt von mir? Oder irgendwas? Ich finde das der Hammer. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Wo soll ich denn jetzt hin? Alter. Oh. Ja, der Hammer, ey. Echt. Die Stunde naht, in der Deggans Vision das ist schon aufs krass. Neue Realität wird. Die Welt ist ein Dorf. Ah, über Facebook voneinander gesehen. Sehr gut. Ich war schon im Überlegen, Facebook wieder zu löschen, aber dann scheint es ja doch zu funktionieren. Alter, wohin? Wohin? Boah, war das knapp. War das knapp. Bisschen gestalkt. Das habe ich doch am liebsten. Das ist saugut. Freut mich. Hehe. Macht ihr was gefasst am 1.8. Da haben sich sehr viele Dinge geändert. Also nicht bei uns, sondern bei der Firma 700 Meter entfernt. Alter. Du machst dir keine Vorstellung. Funktioniert wieder gar nichts. War ja fast zu erwarten. Ja, sonntags ist oft auch René dabei. Hier. Da zocken wir zusammen Fortnite. Auch, Louis. Ne? Renés Sohn. Ist immer ganz lustig. Gibt's auch jede Menge Videos, wo wir da am Zocken sind. Marco war auch schon dabei. Mit Finn. Einmal. Ist ganz cool. Agatha spielt auch manchmal mit. Ich sag immer die Familie Fortnite. Das ist schon geil. Ja, lustig, lustig. FIFA. Oh, ich weiß gar nicht, ob der FIFA spielt.
kann ich ja gar nicht sagen.